Ich bin Julian von Thunderbike und begrüße euch heute zu einer neuen Folge Thunder Talk. Heute stelle ich euch unseren neuesten Speedbob-Umbau vor. Klassisch gehalten mit Speichenrädern, allerdings in anderen Dimensionen als die Serie. Vorne haben wir uns für ein 21 Zoll TTS-Speichenrad entschieden, in Kombination mit einem 130er Vorderradreifen. Dadurch wirkt die ganze Front ein bisschen bulliger als mit der Serienbereifung. Abgerundet wird dies durch schwarze Achscover von uns, Gabelcover und einem schwarzen Scheinwerferzierring. Für eine entspannte Sitzposition haben wir uns für unseren Flip-2-Lenker entschieden, an dem wir unsere Blinker und die Harley-Davidson Defiance-Serie finden. Die finden wir auch weiter an der Fußrastenanlage, die mit unserem Vorverlegungskit schon weiter nach vorne verlegt ist, und auch hinten an den Soziusrasten. Wenn wir zum Motor des Motorrades gehen, finden wir unseren Classic-Luftfilter, auch in Schwarz-Hochglanz, abgerundet durch die Vanson-Heinz-Auspuffanlage, die eine schöne freie Sicht zum Hinterrad bietet. Wir haben hinten eine 5,5x18 Speichenradfelge auch von TTS genommen. In dieser Kombi können wir einen 200er Reifen hinten fahren. Wir haben unseren Stahlheckfender benutzt, Beleuchtung ist mit eingearbeitet und man kann auch weiterhin mit zwei Personen fahren. Auch hier haben wir unsere Achscover für hinten in Schwarz genommen. Das ganze Bike ist schön klassisch schwarz gehalten für einen edlen Look. Genau. So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und schaut beim nächsten Mal gern wieder rein.